Haben wir ja auch schon zuvor aus irgendeinem Grund gemacht. Obwohl wir noch gar keine versteckte Klinge hatten. Oh. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke dort! Ach so. Zu Hilfe! Ja, ist ja gut. Ach so, oh verdammt, das habe ich nicht mitbekommen. Ach Mensch, Terry. War so klar, war so klar. Trottel, ey. War das gerade ein Igel da? Nee, Biber sind das, ne? Biber sind das. Ja. Oh, verdammt. Jawohl, haben wir ihn. Ach, jetzt geht er unter. Wo ist denn der Baumstamm mit einmal hin? Oh. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, gern geschehen. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Die Stimme kenne ich irgendwoher. Was wolltest du auf den Baum stellen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Tja, und schon haben wir uns Freunde gemacht. So schnell geht's. Ja, gut, habe ich verkackt. Das war ein bisschen schlecht. Ah, okay. Wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Okay, schauen wir uns mal was Nützliches an. Was nun? Okay. Nach Mission. Okay. Da kann man die Siedlung vergrößern, verbessern. Geil. Geil, das ist wieder so mit so einer Art Wirtschaftssystem. Das gefällt mir gut. C-A-T-E. Was soll das? T-E-D-I. Keine Ahnung. Wirres Gebrabbel hier. So, da war die Mission, ne? Siedlungsmission. Nehmen wir doch mal. Helfen wir, wo wir können. Ach, das sind die einzelnen Familiennamen wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal vermuten. Oh, noch da hoch muss ich. Mensch. Egal. Juhu. Geil. Okay, komme ich hier überhaupt hoch? Jawohl. Alter, wie geil, so Free Climbing. Alter, das ist echt ein bisschen arschig. Oh. Zack und tschüss mit dir.
Sack! Nicht mit mir hier, Alter! Alter! Habe ich schon gesagt, dass sie mir hier ein klein wenig auf den Piss gehen? Alter, wie die mir auf den Sack gehen hier! Ah, das muss ich anders machen. Scheiße. Scheiße, dass sie mich immer unterbrechen hier. Scheiße, Mann. Solche kleinen Facker, ey. Was die alle schlucken, ganz ehrlich. Ich hab denen schon die Kehle aufgeschlitzt und so. Aber nein. Die halten das aus, weil das sind stärkere Gegner. Alter, jetzt kann ich den ganzen Piss hier nochmal laufen. Nee, deren Glück. So. Na ja, gut. Dann glaube ich hier lang, ne? Oh, und schon wieder bin ich am mich verlaufen. So. Vielleicht schaffen wir es mit einem Überraschungsangriff. Ich werde es mal versuchen. Die muss ich zuerst ausschalten. Och Mann. So. Alter Schwede, den musste ich aber auch erledigen. Na, die können ganz schön viel einstecken, muss man sagen. Alle, wie sie da sind. So. Sind wir mal so nett und helfen dem, ne? Hab Dank! Hab Dank! Bist du wohl auf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastard! Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach, na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Jawohl, haben wir hier einen Handwerker bekommen. Mehr oder weniger. So. Truhen und Fässer kann er herstellen. Okay. Was bringt das? Ja. Das geht ab. Okay. Sicher ein prächtiger Tag. Naja, schauen wir mal, was noch so anliegt. Ansonsten nicht unbedingt viel mehr. Ja, die kann weg. Was haben wir da? Achso, das ist das Haus. Ja,
dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns, ne? So wie es aussieht. Okay. Oh, ein Scheißhaus hier. Dixie-Klo, schön in den Büschen. Wow. Und ab durchs Wasser oder was? Häuten. Mal ein bisschen Biberhaut hier sammeln, das habe ich noch gar nicht. Oh, und der nächste hole ich mir gleich zwei Pelze hier. Oh, hier lang ist, glaube ich, kürzer. Okay, ist natürlich ein bisschen blöde mit dem Schnee, dass man dadurch so langsam ist, aber trotzdem ist es kürzer. Oh, verdammt, ich muss noch ganz auf die andere Seite. Naja, egal. Oh! Oh, shit! Ich dachte, da ist Wasser. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war ja was. Ich hab ihn. Alle halten es für eine Legende, aber ich hab ihn. Du hast ihn? Ganz klar. Gib mir nur ein Schiff und eine Crew und ich finde heraus, was ihm so wichtig ist. Okay. War. Eins traf ich. Ein Verrückter. Er war 7 Fuß groß, ungelogen. Das sagt ihr. Beine wie Bäume und Arme wie. Alter Schwede, die Ausbildung beginnt. Ah, jetzt geht's richtig los. Hau ab. Na, wen haben wir da? Sagt er, hau ab, Bursche. Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber... Etwas, ja. Etwas nur ein bisschen. Fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Nadia Kia, Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor. Komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es Sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Na dann viel Spaß noch, Alter. Oh, toll, da oben jetzt ganz hin. Okay, Holz besorgen müssen wir. Die Akia. Kriegen wir unser eigenes Schiff hier noch? Wäre auch interessant. So. Hier lang. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Und rein da. Ach ja. Ah. Bist du hier? Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Ah. Wie in den Vorgängern quasi auch. Ach, das ist Jahre her.
vor dem Schleichen.